Zuerst verrührt Gabi 6 Eier mit 470 Gramm Zucker. So, mach mal dazu. Ich glaube, es ist aber gleich soweit. Na, das dauert noch ein bisschen, bis es richtig schaumig ist. Dani zerkleinert kandierten Ingwer. Ein Esslöffel davon reicht für den Teig. So. So, die erste Zutat. So, das ist schaumig genug. Was soll ich machen? Super. Du kannst jetzt eine Muskatnuss reinreiben. Nicht eine ganze. Das ist ein halber Teelöffel. Während Gabi die Muskatnuss reibt, kümmert sich Dani bereits um die nächste Zutat. Walnüsse. Reicht das? Ja, das ist in Ordnung. Gut. Erst unterrühren oder gleich schon noch was anderes dazu? Und du kannst ja jeweils einen halben Teelöffel von den Gewürzen erst in die Schale tun. Jetzt erzähl mir mal, was ist das alles? Da hast du Zimt, Piment, Koriander, Kardamom. Muskat hatten wir schon und das war? Ingwer. Gut, hatten wir auch schon. Jetzt bin ich erst mal dran. Das ist natürlich eine gute Idee, um die Kleinen zu kriegen. Und macht nicht so eine Schweinerei. Gebraucht werden 50 Gramm zerkleinerte Walnüsse. Die Gewürze vermengt Gabi nun. Gut, dann hör du mal kurz auf mit Mixen. Durch den Zimt riecht es natürlich jetzt schon richtig schön. So, auf geht's. Ja, wir haben also bei uns auf dem Grundstück einen riesengroßen uralten Walnussbaum. Ganz viele ältere Leute aus dem Dorf kommen jedes Jahr und sammeln auch noch die Nüsse. Und wir selber legen uns auch immer ein paar zur Seite. Die müssen ja eine Zeit lang getrocknet werden. Und die sind vom letzten Jahr. Das heißt, ich freue mich, dass wir die noch verarbeiten können und nicht wegschmeißen müssen, sondern in den Lebkuchen. Die Nüsse müssen nun untergerührt werden. Gabis Schwester reibt schon die Schale einer unbehandelten Zitrone. Alles wird gleich unter den Teig gehoben. Und nun können die Schwestern ein erstes Mal kosten. Also der Teig schmeckt schon sehr gut. Was muss noch rein? Jetzt kommt noch eine Orange. Auch nur die Schale. Auch nur die Schale. Ja, Apfelsinen, Zitronenduft, dann da hinten dieses Orangeat und Zitronat. Hat ganz tolles Aroma. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Kekse im Ofen sind, dann riecht die ganze Wohnung nach Weihnachten. 100 Gramm Orangeat und 100 Gramm Zitronat vervollständigen den weihnachtlich duftenden Lebkuchenteig. Mmh, lecker. Probier mal. Mmh. Jetzt weiß ich auch, warum Weihnachten nie was überblieb. Vom kleinen Teig. Lecker. So, und jetzt? Ich kann nach 24 Stunden durchziehen und morgen machen wir weiter. Gabi stellt den Teig an einen kühlen Ort. Oh Mädels, hier komme ich mit dem Highlight. Bin ich ja gespannt, wie der geworden ist. Probier mal. Lecker, der Teig. War eine super Idee, dass wir mal was anderes machen als immer die normalen. Mit nach Weihnachten, ne? Lecker. So, kleckst auf die Oblate, modellierst das etwas. Mhm. Und einen Rand lassen, oder? Und einen Rand lassen. Dani, lass uns doch die Obladen befüllen und Diana verziert. Yeah. Dann geht's schneller. Dann lass uns mal Plätze tauschen, bitte. So, aber die Teigherstellung ging aber auch ganz schnell, ne? Ja, vor allem, man kann es wunderbar vorbereiten. Man kann einen Tag ruhen, dann war es nicht alles am letzten Tag. Verziert werden die Lebkuchen mit Mandeln. Gut, dass der Teig gleich leer ist. Ich glaube, Essen macht mehr Spaß, ne? Nicht schwächeln, wir haben es doch gleich geschafft. Bei 200 Grad im vorgeheizten Backofen brauchen die Lebkuchen nur ca. 12 bis 15 Minuten. Die Weihnachtsvorbereitungen machen Spaß. Ja, ist immer was los. Immer was zu lachen, ist nie langweilig und man weiß nie, was auf einen zukommt Weihnachten. Also, ja, ist schön. Auf jeden Fall kommt was Leckeres zu essen jedes Jahr. Ja. Die Lebkuchen sind fertig.